Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Long Dark, die ewige Dunkelheit. Wir haben letzte Folge denn ein Feuer gemacht, mitten im Grün, im Schnee, in der Eiseskälte. Und dann gehe ich ein paar Meter nach vorne und sehe, dass es hier tatsächlich ein paar Häuser gibt. Ich bin auch echt ein Glückspilz manchmal. Naja, was soll's. Wenigstens ein paar Anzeichen von Zivilisation, das macht mich ja auch ein bisschen glücklich. Also, was soll's, gehen wir da mal rein und gucken, was hier los ist. Aber das hat uns eh nicht viel gebracht, dieses Haus hier, weil es hier nämlich keinen Ofen gibt. Und ohne Ofen, ist halt auch nichts mit, ne, mit Wärme und so. Wir sind hungrig, tatsächlich, habe ich gerade gesehen. Und wir haben auch gar nicht mehr so viel zu essen, wenn ich mich nicht irre. Wir können einfach mal nachgucken. Oh ja, es ist echt nicht gut im Moment. Obwohl die Erdnussbutter hat aber ordentlich Kalorien, du. Das geht eigentlich, ne? Dann haben wir uns hier noch so einen Traubenlimo rein, dann sind wir auch gleich wieder... ein bisschen bewässert von innen, sage ich jetzt mal. Ein bisschen betatscht von Wasser. Jetzt geht's uns wieder gut. Wir sind zwar ein bisschen erschöpft, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Wir können jetzt unwahrscheinlich viel Holz rausholen, aber das ist im Moment gar nicht meine Absicht. Ich sammle das Holz ja bloß, um draußen zu überleben. Ansonsten ist mir das Holz ja eigentlich scheißegal. Ist ja auch ein bisschen logisch. Zeitungspapier kann ich auch ganz gut gebrauchen. Denn wir müssen daraus ja Zunder machen. Beziehungsweise aus Zeitungspapier wird ja Zünder. Und deswegen sammle ich das ganz gerne. Da ist noch eine Lampe. Wir haben zwar eigentlich eine, aber die ist im Moment zu Hause. Deswegen nehme ich die jetzt einfach mal mit. Kann ja eigentlich auch gar nicht so sehr schaden. Wir sind im Moment an einem Punkt, wo es langsam Zeit wird, ein richtiges Haus zu finden mit Ofen. Denn wir haben tatsächlich keine Ahnung, wie viele Stunden Tageslicht noch. Wenn wir kein Haus mit Ofen finden, wird es schwierig, die Nacht zu überleben. Ja? Da muss man gleich nochmal ein bisschen gucken. Alter, krass, hier ist ein Laden. Das ist ja auch mega cool. Können wir in die Kasse gucken? Pfeilspitze. Mich verarschen? Was ist das für eine Kasse? Haben die hier mit Pfeilspitzen bezahlt oder was? Ist ja auch ein Wunder hier. Ist ganz schön dunkel vor allen Dingen. Ich nehme einfach mal mit, wa? Huch. So, ne? Ich steck einfach mal ein. Ich denke, das zählt auch nicht unter Plündern oder so. Letztendlich, war es ja nicht abgeschlossen, ne? Oder vielleicht doch. Habe ich es aufgebrochen. Ich sag mal so, nicht, dass ich wüsste, ne? Das wäre, wenn, alles aus Versehen. Alles aus Versehen. War nicht beabsichtigt, hier einzubrechen. Und wir sind überladen. Ich guck gleich mal, dass wir irgendwas loswerden können in Spinden. Denn wenn wir überladen sind, werden wir, glaube ich, auch schneller müde. Und wir sind im Moment schon ziemlich müde, daher wäre das echt scheiße. Deswegen haue ich die Kacke ja auch gleich wieder in den Spind rein. Ich guck erstmal bei der Kleidung. Wir hatten nämlich ein paar Sachen gefunden. Die bringen uns aber allerdings gar nichts. Das heißt, ich schmeiß die einfach hier rein. Was soll's, wa? Hier, die Kacke einfach rein hier. Wir sind aber immer noch überladen. Ja gut, das ist jetzt gar nicht so einfach, sich zu trennen. Zu trennen von den Sachen. Die Frage, wiegt 1,5 Kilo oder alles zusammen, alles zusammen. Okay, da können wir es auch mitnehmen. Ich dachte eben schon, alles insgesamt. Ja, ist im Moment gar nicht so einfach, Sachen wegzuschmeißen. Wir können das Antiseptikum mal wegschmeißen hier. Dann sind wir nämlich auch schon wieder drunter, dann passt es auch. Dann futtern wir gleich nochmal ein bisschen was und dann haut das doch alles wieder hin. Das nehmen wir noch mit. Nein, bin schon wieder überladen. Oh, hier sind auch noch ein paar Sachen. Also ich lasse hier ganz bestimmt nichts stehen. Something's gotta go. Und dann futter ich jetzt einfach was, dann haben wir eigentlich auch wieder ein bisschen Platz. Hier so eine gute Hundefutterdose oder eine Gipfelbrause. Gipfelbrausen sind natürlich auch meine Lieblingsdinger. Ich würde das alles gerne kochen. Mann. Naja, was soll's. Ich muss mich jetzt sowieso irgendwie durchfressen. Bis ich hier irgendwie wieder auf ein vernünftiges Gewichtlevel komme. Reicht das? Ich hoffe es. Ich glaube, das reicht nicht, ne? Kage. Wir haben aber auch schon über 2000 Kalorien. Ja,
Kacke, was soll ich denn wegschmeißen? Die war eh leer. Das hier... brauchen wir eigentlich nicht. Ja, jetzt ist es langsam echt schwierig. Was schmeiße ich weg? Pfeil will ich auf gar keinen Fall wegschmeißen. Falls wir irgendwann mal einen Bogen finden sollten, wäre das Ding Gold wert. Können wir vielleicht noch was trinken? Oh, willst du mich eigentlich verarschen hier? Wir brauchen eigentlich nur 0, ach nee, scheiße, wir sind ja schon wieder ein bisschen drunter, weil wir erschöpft sind. Ja, wie sieht's denn mit Zeitungspapier aus? Davon haben wir doch eigentlich so viel. Hier 8 Stück, dann leg mal ein paar ab. Okay, jetzt fasst es. Perfekt, schnell raus hier, bevor ich mir anders überlege und unbedingt alles mitschleppen will. Dieser Instinkt treibt mich schon die ganze Zeit durch dieses Land hier. Oder halt durch diesen Ort. Nein, es ist nebelig. Na toll. Das heißt, man sieht die Wölfe und sowas nicht so schnell. Das ist gerade mega kacke. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wir haben noch Fragezeichen, Stunden, Tageslicht übrig. Fragezeichen ist gut. Alter, geil, da ist ein Haus. Ist da ein Wolf oder so? Das wäre nämlich nicht so gut. Wir haben zwar einen Beil und dem Beil können wir uns auch wehren vor Wölfen. Aber ich würde damit jetzt nicht so unbedingt so groß angeben. Denn Beile sind auch gerne mal ganz schnell kaputt. Beziehungsweise Wölfe beißen einfach schneller als Beile schlagen können. Dadurch, dass wir wahrscheinlich kein durchtrainierter Pumper aus der Muckibude sind, würde ich mir da auch Sorgen machen. Okay, Streichhölzer sind gut, damit können wir auch gleich ein Feuer machen. Radio geht nicht. Also, würde ich schon fast sagen, wir gucken einfach mal in die Häuser rein. Ich hoffe, hier gibt's hoffentlich einen Ofen drin, sonst weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Aber hier, ich glaube, ich bin zuversichtlich. Hier ist schon mal keiner. Können wir hier einen Ofen? Können wir da ein Feuer machen? Wir können hier kein Feuer machen. Nein! Wir können hier kein Feuer machen. Was soll denn das denn? Nicht mal irgendwo ein kleiner Kamin oder so. Aber gut, hier ist eh warm genug drin, dann passt das eigentlich auch. Okay, dann... Also ich bleib hier auf alle Fälle für die Nacht, das weiß ich jetzt schon. Denn wir haben... immer noch Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt Fragezeichen ist. Muss ich dafür mehr draußen sein, dass der weiß, wie spät es ist oder was? Ich meine, ich weiß es ja nicht. Ich bin leider kein Profi in dem Spiel. Ich weiß nur die Basics, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt. Ich würde sagen, wir durchsuchen einfach mal das komplette Haus hier, komm. Das ist eh unser Job, das machen wir schon die ganze Zeit hier, also... warum sollten wir es hier anders machen? Und wir müssen auch definitiv in irgendeinem Haus hier was zwischenlagern. Denn wir können das nicht alles auf einmal nach Hause transportieren. Dann müssen wir dann halt irgendwann mal hierher laufen zu den Häusern, um das alles ein bisschen zu lagern. Ich frage mich auch, ob der Rucksack abreißen kann, wenn der zu schwer ist. Hätte man natürlich einen richtigen Arsch gemacht, wenn jetzt der Rucksack abreißt. Heilige Scheiße, bist aber sofort tot. Ist einfach so abgerissen, tot. Sofort. Da gibt's kein Vertun. Das ist einfach so. Die haben aber auch viele Schränke hier. Meine Fresse, du. Die haben hier einen Schrankverkauf, ey. Kirchenindustrie muss richtig gut gelaufen sein damals. Oder besser gesagt, Schranktürenindustrie. Ich frage mich auch, warum hier die Schränke zum Teil auseinandergerissen sind. Sieht fast danach aus, als wären die Leute vor irgendwas geflüchtet. Du kannst mir nicht erzählen, dass so viele Leute, beziehungsweise so ein großes Dorf, einfach so vor ein paar Wölfen flüchtet. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich rätsel halt immer noch, was soll es hier passiert, dass die ganzen Menschen weg sind. Muss ja irgendwas verdammt Schlimmes gewesen sein. Irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Viele sind ja auch erfroren draußen. Es ist schon sehr komisch. Zumal hier auch keiner so richtig evakuiert wurde. Denn die Sachen sind ja zum Teil auch noch hier. Und wenn, dann wäre es halt nur so eine Evakuation. Was? Wie heißt denn das? Evakuieren? Evakuation? Irgendwie so in dem Dreh? Ja, ja, passt schon. Ne, so wie bei Fukushima damals, wie sie die Leute nach ein paar Tagen erst mit 1000 Bussen da rausgetragen haben.
Und da ist natürlich auch nur das Nötigste mitnehmen. Und das würde zumindest erklären, warum hier noch so viele Sachen sind. Das würde das zumindest ja erklären. Aber sonst ist, glaube ich, schwierig. Zumal die können ja auch nicht irgendwie alle vergast worden sein durch kaputte Heizungen oder sowas. Dann würden die ja überall Leichen liegen. Und das ist ja zum Teil nur selten der Fall. Draußen liegen ja auch überall erfrorene Leichen. Das heißt, ne, hier muss irgendwas Kurioses. Ich sag dir, hier hat der Koreaner wieder seine Finger am Spiel. Das geht gar nicht anders. Warum ich das jetzt sage, weiß ich selber nicht. Weil es, in ist, was zu sagen. Ja, ist doch gut. Bleib doch mal ganz ruhig, Junge. Bleib doch mal ganz ruhig. Jetzt die Frage, bleiben wir in der Hütte oder gehen wir rüber? Ich guck noch mal kurz, ob ich irgendwas übersehen hab. Ansonsten würde ich tatsächlich einfach rübergehen. Ich meine, hier gibt's keinen Ofen. Drüben wird's wahrscheinlich auch keinen Ofen geben. Daher ist es eigentlich scheißegal. Ich gehe einfach mal rüber. Und dann pennen wir nämlich einfach drüben. Drüben, das Haus war eh viel schöner als das hier. Ja, so ist das nun mal hier in der Nachbarschaft. Alter, ich habe gerade gedacht, der Briefkasten wär'n Wolf. Mich gerade ein bisschen erschrocken. Okay, rennen können wir nicht mehr, weil wir wahrscheinlich überladen sind. Das ist sogar ganz logisch. Okay, Wolf's frei. Also rein ins Haus. Richtig gemein wäre, wenn in so einer Hütte ein Wolf wäre. Ist natürlich richtig gemein. Ich glaube, mittlerweile sind unsere Anziehsachen sogar ganz gut. Denn wir können ja tatsächlich schon ja einfach mal so in einem Haus sein, ohne Ofen, und wir werden trotzdem warm. Ist ganz praktisch. Ehrlich gesagt, das ist hier ganz schön hässlich, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist einfach nur so ein abgeranztes Haus, wie wir schon mal hatten. Aber da gab es halt auch keinen Ofen drin. Und da haben wir tatsächlich diese Kiste hier zerlegt. Das war genauso aufgebaut wie das hier. Ist schon lustig. Und die. Alter, das ist genau dasselbe. Okay, ich glaube, ich gehe wieder rüber, oder? Drüben war es einfach schöner. Ich will hier jetzt nicht so lange rumpaläumen. Ich mag es hier einfach nicht, okay? Ich finde es drüben schnieker. Also gehe ich auch nach drüben. Wäre trotzdem mal spannend, wie viel Zeit wir jetzt noch übrig haben. Ich weiß auch nicht, wie wir das jetzt herausfinden können. Und irgendwas muss ja da hinten in die Richtung auch noch sein, weil da auch noch ein Briefkasten ist. Das sollten wir morgen mal versuchen herauszufinden. Am nächsten Tag. Jetzt würde ich einfach mal gucken. Ist da gerade die Mikrowelle aufgegangen? Ich glaube, hier spukt's. Ich packe jetzt erstmal alles Unnötige hier rein. Alles, was viel belastet hat. Oder uns viel belastet. Zum Beispiel das ganze Holz hier. Das packe ich da mal rein. Klamotten gucke ich jetzt mal schnell. Falsche Taste. Klamotten. Ob es hier irgendwas Besseres gibt, das bringt gar nichts. Nicht mal von der Haltbarkeit, das bringt auch überhaupt nichts. Der bringt tatsächlich was, also ziehen wir den einfach mal an. Bringt nichts. Das bringt auch was, das ist sehr gut. Und die bringen auch was, das freut mich. Das heißt, wir hätten jetzt tatsächlich... Das haben wir angezogen. Ja, dann... bin ich eigentlich auch ganz zufrieden mit unserer momentigen Kleidung. Ich glaube, wir sind mittlerweile sogar richtig gut ausgerüstet. Ich glaube, so lässt es mittlerweile echt leben. Dann haue ich das nämlich auch einfach mal hier rein. So. Die können weg. 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 Die Handschuhe brauchen wir auch nicht. Die waren kacke. Das war kacke. Und die alten Socken können wir auch hier reinlegen. Dann sind wir jetzt immer noch extrem über dem Limit. Dann schmeiß ich jetzt einfach nochmal hier was rein. So an Essen. Mal, wie viel wir dabei haben, das ist ja unnormal, ey. Wir haben auch so extrem viel Wasser, da packe ich gleich mal 2 Liter hier rein. Hier, ganz ehrlich, lege ich einfach mal das gute Zeug rein, was noch lange hält. Einfach das hier. Alles, was nicht rot ist, kommt da rein, kann ich ganz praktisch sagen. So. So, hier die ganzen Tees, ganz ehrlich. Ich weiß nicht mal, wie man die machen soll. Soll man die einfach beim Feuer machen, oder was? Ich weiß da leider nicht so Bescheid. Kaffee können wir nicht auch hier reinschmeißen.
So. Frag mich, ob wir damit auch richtig Müdigkeit überwinden können. Das wäre natürlich echt cool, wenn das ginge. Das kommt halt auf den Versuch drauf an. Gut, dann packe ich hier noch Werkzeuge rein. Ich hatte nämlich gesehen, dass wir drei Laternen dabei haben. Dabei brauchen wir nicht mal eine. So. Eine Fackel können wir noch weglegen. Die Streichhölzer können wir alle umlagern. Die brauchen wir nämlich nicht alle. Ein Nähset. Ist schon ganz schön interessant, was man so alles dabei hat, was man eigentlich überhaupt nicht braucht. Die Pfeile behalte ich vorsichtshalber nochmal und das Werkzeug tue ich jetzt auch mal hier rein. Wir sind immer noch überladen. Dann packe ich einfach mal das Zeternholz hier rein. Dann passt es jetzt auch wieder. Okay. Wir müssen nichts trinken eigentlich. Ich würde nur gern hier mal das Wasser aus der Kloschüssel ziehen. Einfach um zu sehen, ob er das wirklich trinkt. So einen halben Liter. Tatsächlich, es ist sogar Trinkwasser. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Typ muss wirklich Probleme haben. Moment. Wenn er schon zu so harten Mitteln greift, dann, ne. Ich glaube, dann geht's ihm wirklich nicht gut. Gut, ich habe keine Ahnung, wie viel Tageslicht wir noch haben. Das heißt, ich würde mich jetzt einfach schon fast hinsetzen, ein paar Sachen reparieren. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht. Können einfach mal durchgucken, was repariert werden muss. Eigentlich muss gar nichts repariert werden, ne? Oh doch, die Stiefel. Reparieren. Ja, dann mach das mal. Weil das geht gleich alles hier runter. Was macht der denn da? Hat der da gerade in den Stiefel gebissen oder was? Hat sich das so schrecklich angehört? Okay, das passt jetzt auch schon. Der Rest war ja eigentlich alles so relativ in Ordnung, ne? Wir können tatsächlich auch Werkzeuge reparieren. Boah, die sind eigentlich alle ganz gut. Können wir die Pfeile auch hier reparieren? Die können wir nur zerlegen. Das ist ja Kacke. Ja gut, dann zerleg mal den Pfeil, der war ja eigentlich eh kaputt. Oh, eine Stunde noch. Das ist gut. Können wir uns nämlich auch gleich hinlegen. So, können wir jetzt auch einen neuen Pfeil bauen? Hier irgendwie? Tagebuch, Tagebuch? Ach krass. Überlebte Tage 2, entdeckte Orte 10, erkundete Welt 6%. Ach du Scheiße. Wir haben schon fast 10 Kilometer hinterher, 10 Kilometer sind wir schon gelaufen. Finde ich krass. 17 Stunden draußen, 45 Stunden drin. Krass, krass. Okay, wir hatten noch bis jetzt noch keine Begegnung mit Wölfen. Das finde ich ganz gut. Gibt es übrigens auch Notfallspritzen, die habe ich noch nie ausprobiert. Herstellen. Verband, Angelzeug. Was ist das? Bartflechtverband. Fackel und Zünderbündel. Wir können keine Pfeile machen. Ist ja blöd. Komm, ich mach mal einen Verband einfach. Weil wir bloß zwei Stück haben. Denke ich mal, es ist gar keine so blöde Idee. Angelzeug brauchen wir eigentlich nicht, ne? Den Rest können wir auch gar nicht machen, weil wir dafür das Zeug nicht haben. Ja, dann sind wir eigentlich auch durch jetzt. Wir könnten nochmal was trinken. Und dann würde ich mich auch direkt für 10 bis 12 Stunden ins Bett legen, je nachdem, wie lange halt die Nacht ist. Ich will in der Nacht ehrlich gesagt nicht rumlaufen, das ist mir einfach zu anstrengend. Ich wackele hier schon wieder so vom Bildschirm, das ist gar nicht gut. Oh, die Folge ist ja auch schon wieder vorbei. Oh, dann natürlich, ne? Das sind ja wieder 20 Minuten. Ich bin voll verfestigt in dieses Spiel. Ja, dann würde ich mich auch gleich wieder verabschieden. Und würde sagen, danke fürs Zusehen. Ich reiß noch schnell einen Vorhang auseinander. Und dann aber wirklich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir laufen durch die unendliche Dunkelheit scheinbar. Und dann würde ich auch gleich sagen, tschüss. Und in der nächsten Folge werden wir einfach mal schlafen. Ich weiß auch nicht, ich spreche immer so abgehackt, so, ne? So, tschüss. In der nächsten Folge werden wir schlafen, so voll behindert. Jetzt aber wirklich danke fürs Zusehen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.